Das wird einfach nice. Das wird einfach unglaublich schön werden, so. Wir durften uns 5 Minuten lang während dem Unterricht abschließen. Das hat er erlaubt? Ich find's nice. Sehr schön. Geiles Schiff hier von Sinus, by the way. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Trimax Turm. Das ist die erste Farm. Hier sind wir wieder. Und wir schauen, Leute, wie sieht Trimax Turm bis dato aus? Ja, hat sich seit gestern nicht viel geändert? Ja, Leute, also ganz ehrlich, wir haben da gestern schon einen guten Deal rausgeholt. Ey. Genau. Wir wollten uns heute an den Canyon ranmachen, habe ich gedacht, Leute. Ich glaube, wir gehen heute hin und machen diesen Canyon hier ready. Ey, wir machen uns jetzt hier auf, Leute, an das Tal hier so ein bisschen. Ja, das wird ein bisschen schöner gemacht. Ich werde den Wald weiterbauen. Es wird einfach ein wunderschönes Naturresort, meine Freunde. Holy shit. Ich schwör's euch. Ich habe lange nicht mehr so gegrindet und gebaut. Und ich mag es auch wirklich sehr, sehr gerne momentan. Also es macht mir echt Spaß. Auch an der Stelle nochmal einen riesigen Support, ein riesiges Shoutout an alles, was so Zuschauer- und Viewer-mäßig gerade abgeht. Das ist ganz, ganz wild. Wir sind gerade Platz 10 der meistgeschautesten Streamer in Deutschland. Das ist richtig, richtig crazy dafür, dass wir momentan oder dass ich so lange so wenig gestreamt habe, Leute. Ist mal wieder absolut wild. Kuss. Geht raus. So, Leute. Wir haben einiges heute vor. Wir haben einiges zu tun, Mann. Wir müssen wirklich so viel reingrinden. Was ich zum Anfang an sagen kann. Ich habe jede, also wirklich jede Schule hat wirklich auch weird Lehrer. Wir hatten auch damals einen Physiklehrer. Das. Ich sag euch eins. Ich glaube, so physiktechnisch hat der Uni, also der hatte Uni-Niveau zum Lernen. Der wusste alles. Ich glaube, der ist auch mittlerweile heute Professor. Der hat auch seine Professur oder wie das heißt, danach geschrieben. Der war ein Jahr in unserer Schule und ich habe ja damals eine Klasse wiederholt. Und als ich in diese Klasse gekommen bin, das waren super korrekte Leute, super viele Sport. Und so, aber es war halt, ich sag euch eins, das war halt kein Gymnasiumniveau, das einfach waren vom Auftreten her. Ja, es waren viele Assis. Ja, kenn ich, Digga. Und der hieß Herr Enzlern, vielleicht weiß ich nicht, irgendwann, vielleicht ist er hier irgendwo, vielleicht hat ihn irgendjemand als Professor. Vielleicht ist er einfach bei dir im Chat gerade, Digga. Ja, auf jeden Fall. Der hatte uns nicht unter Kontrolle. Wir hatten Physik, glaube ich, 5., 6. Donnerstags. Wir hatten nebendran einen Lehrer, der war immer ziemlich streng. Den hatten wir ein Jahr davor gehabt, der hatte uns dann nicht mehr. Der Herr Enzlern, müsst ihr euch überlegen, der hat immer so gesagt, einmal so leise Ruhe, so wie euer Lehrer so einen Tick hatte, Ruhe, einmal leise. Und dann beim zweiten Mal hat er richtig laut geschrien, Ruhe! Und alle haben ihn ausgelacht danach und haben einfach weitergemacht. Dann ist neben uns dieser strenge Physiklehrer ist einmal ins Klassenzimmer reingerannt und so angeguckt. Alter. Dann, ich war damals, ich weiß nicht warum, ich war Klassensprecher. Hat er uns irgendwann erlaubt, ihr kennt das doch, wenn du doch so ein Gummi zwischen deine, so ein Gummiband zwischen deine zwei Finger spannst. Und dann sowas schnippst. Genau, dann hast du dieses Blatt Papier 8-mal gefaltet. Und dann so richtig hart und dann auf andere Schüler geschnipst. Genau. Ja. Hat er uns irgendwann erlaubt, weil wir so laut waren und es noch nicht unter Kontrolle hatten. Wir durften uns 5 Minuten lang während dem Unterricht abschießen. Das hat er erlaubt? Ja, ja, er hat uns nicht mehr, glaub mir, der war kein Lehrer, der hatte einfach keine Durchsetzung, der hatte kein Durchsetzungsvermögen, der konnte dir alles erklären. Aber er hatte einfach die Klasse in einem Gymnasium nicht mehr unter Kontrolle. Dann ist das so eskaliert, dass einer geheult hat, weil einer dann diese Haribo-Erdbeeren, wenn ihr die kennt, die so ganz schwer zu verkauen sind, ja, hat ja. auch einer genommen, hat einem ins Auge geschossen. Das ist dann komplett eskaliert. Und er hat dann gesagt, nach dem Jahr, es reicht ihm, er wird jetzt Professor und geht an die Hochschule. Dann hat mir ihn ein Jahr lang, hat uns am Ende zum Eisessen eingeladen und ist wieder gegangen. Uff, Ehrenmann, Bro. Ey, es gibt auch wirklich so, ich habe ja Musik damals früher gefeiert, so als Fach. Wir hatten auch eine Frau Wilkins, hieß die. Vorher hatten wir Herr Poth. Ich war auch früher so im Schulorchester und habe so immer Piano mitgespielt. Also eigentlich nicht so wirklich. Habe so ein bisschen PA halt gemacht, bisschen. Und es war halt immer ganz geil, weil man halt dann immer so frei bekommen hat. Deshalb habe ich das gemacht, weil es gab dann immer so Veranstaltungen und so. Und dann hat man halt schulfrei gehabt. Deshalb habe ich das letztendlich halt so mitgemacht, weißt du? Der war überkorrekt, Herr Poth. Dann ist der aber irgendwann nicht mehr unser Lehrer gewesen. Dann hatten wir Frau Wilkins, Alter. Und die hat dieses Fach, was so geil ist eigentlich, Musik. So ein richtig nices Fach einfach, weißt du? Was ich richtig wichtig finde, so. Viel zu ernst genommen. So, aber auch so richtig dumme Sachen dann gemacht. Sowas wie halt Songs erkennen oder so ein Sch. Oder halt, es gibt ja auch Schüler, die haben ja auch einfach kein musikalisches Talent. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. So, die, ja, so dann ist es wirklich so, die ist dann wirklich so dahin gegangen und dann heißt dann so, okay, wir spielen heute zusammen was, blablabla, jeder kriegt ein Instrument. Und dann gab es dann auch Leute, sie guckt ihn an, geht an ihm vorbei, will ihm so die Triangel hinlegen und sagt so, ach, nee, weißt du was, klopf einfach auf den Tisch. Ach nee, lass es einfach, du kannst eh nichts. Let's go, Alter! 5 gibt es Subs von Rumatra, Dankeschön. Rumatra, Ehre. Schaut alle mal bei Rumatra auf YouTube vorbei. Danke, Rumatra, für die freiwilligen 5 Gifteds. Also, Leute, dieser Wald ist es einfach. Der ist es. Der Wald ist es einfach, oder? Nö. Mach den Fluss ins Meer, oder? Ja, safe kommt noch. Dann machst du den kleinen Fluss weiter. Ich glaube, jetzt, guck mal, Leute, wir haben jetzt den Wald schon so ein bisschen gemacht. Denk mal, wir werden dann hier noch die außen rumpflanzen. Es kommt hier oben noch ein Baum dran. Ja, ich bin echt sehr happy, auch wie der Baum da steht. Ich brauche hier noch einen Baum hinten. Finde ich
ganz nice. Ich weiß, dass ich hier gerade ein Fenster zugebaut habe. Ich finde das aber nicht schlimm, weil der Baum ist dann so quasi eins mit dem Haus. Checkt ihr? Das zeigt so unsere naturverbundene Seite hier in Craft Attack. Und ich sagte, Leute, das wird ein Big Baba Jackson Baum. Der Baum hier wird noch größer, Leute. Das wird noch aufwendiger. So, Leute, das hier wird wirklich der biggest Boom, den wir ever geboomt haben. Das wird ein Riesenboom. Wobei, der Baum von Antonia, der hier wird noch krasser. Das wird so ein Riesending, Leute. Das wird einfach so ein riesiger, geiler, nice Baum. Und da werde ich mir noch so ein geiles Treehouse reinbauen. Ich fürchte fast schon, wir werden bei weitem nicht genug von dem Leaves haben für den hier. Aber Bäume zu bauen in Craftech, Leute, to be honest, ist super simpel. Der schlingt dir das ganze Haus noch so geil mit ein. Guck mal. Findet ihr wirklich, dass es mein geilstes Haus ist, was ich bis jetzt gebaut habe in Craftech? Seid mal ganz ehrlich. Bin echt super, super zufrieden damit, Mann. Kannst mal runtergucken. Ich weiß, der ist noch lange nicht fertig, der Baum so. Alter, ja, Mann. Und wenn der sich jetzt hier noch schön runterzieht, mascha habla. Mein Chef Strobel, deine Hütte da oben, die ist die schönste. Die Crackhütte. Und die willst du auch nicht umbauen, oder? Ich wollte erstmal farmen. Das ist wichtiger. Aber wieso machst du nicht beides? Guck mal, ein geiles Haus bauen und mal so eine OP-Slime von einfach mal so bauen wie ich, weißt du? Ja, aber hier zweite Dings-Farm bauen ist schwerer als eine Slime-Farm zu bauen. Stimmt ja gar nicht. Das weißt du gar nicht. Hast du gar nicht gesehen, wie die Slime-Farm gebaut wurde. Du warst ja noch nicht mal da. Doch, ich war schon da natürlich. Ich war der Erste, der dort war. Ja, stimmt. Außer Hilfe, Romatra. Na, Jeter hat mir schon geholfen. Ich habe all mein Stuff im Nether verloren, der es hingeflogen hat und hat es gerettet. Ich hätte es auch für dich gemacht, ne? Wirklich? Ja, aber das ist vielleicht nicht geschafft. Das ist das Ding. Warum bist du so undankbar? Wenn ich dir das anbiete, Alter, sagst du auch noch nicht. Darfst du sowas nicht sagen? Doch, darf ich. Nein, darfst du nicht. Das ist saudreist. Ich helfe dir doch. Ich biete dir Hilfe an und du sagst, ja, nett gemeint, aber du bist zu kacke. Imagine, Alter, sowas passiert dir mal IRL. So Polizei kommt, sagt, ja, wir können dir aber helfen, den Einbrecher zu fassen. Er sagt, ja. Aber ich glaube, mein Privatdetektiv kriegt das besser hin. Wenn ich einen Privatdetektiv hätte, der das besser hinkriegen würde, würde ich das denen so sagen. Kann man denn mit Netherite überhaupt verbrennen in Lava? Das check ich gar nicht. Bin ich verbrannt. Ich bin mit Und er fliegt mit Dreierraketen durchs Nether. Okay, wir machen mal ganz kurz, ich mute mich mal ganz kurz, Jungs. Klar, das muss noch alles weiter ausbeleuchtet werden und so weiter und so fort. Aber wir fliegen mal ganz kurz hier auf unseren wunderschönen Aussichtsberg. Guck mal, Leute, holy shit, oder? Das ist so ein großer Unterschied. Wir machen nochmal Shader an, Leute. Einfach nur geil. Also wenn jetzt noch Tonys Baum da hinkommt, Leute, ich sag's euch, wie es ist einfach nur crazy, Mann. Es ist einfach nur crazy. So, der Wald ist ja jetzt quasi soweit größtenteils, also das heißt größtenteils, da müssen wir nochmal zwei Streams stecken, wir auf jeden Fall in den Wald nochmal rein. Aber es kommt so langsam, ne? Es kommt so langsam. So, und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hin. Und wir haben hier noch eine Sache, die ja auch noch fertig gemacht werden muss. Und zwar der Canyon. Da haben wir heute mal so ein kleines bisschen mit angefangen. Finde ich jetzt schon ultra geil hier mit diesen kleinen Gängen und sowas, ne? Hier kommt noch ein Gang hin. Und hier kommen so kleine Hobbit-Höhlen rein, so Gästehäuser. Wisst ihr, was ich meine? So, checkt ihr, Leute. Wenn man hier unten steht, ist einfach nur peaceful. Hier diese kleine Brücke und allem drum und dran. Das Wasser, was hier runterfließt, das fließt dann noch einmal hier komplett rüber. Das wird einfach unglaublich nice. Es wird einfach unglaublich schön werden, so. Ich finde es wirklich sehr, 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 sehr geil. Und hier mal so durchgeht, Alter. Guckt mal, Leute. Richtig geil. Gefällt mir. Bin sehr, sehr happy. Wie gesagt, nochmal zwei Streams, denke ich mal. Vielleicht mache ich sogar so ein bisschen was offscreen, muss ich mal schauen. Noch ein bisschen was Wald hier drumherum. Und der Wald muss natürlich nach außen hin auch irgendwie outfaden, so. Aber schaut mal hier, die Farbe und sowas, das ist schon wirklich geil. Komplett andere Welt, oder? Wirklich. Das wollte ich halt auch erschaffen. So, guck mal, wenn man halt ins Haus hochgeht, dass man halt wirklich tatsächlich checkt, dass man so in der Natur ist quasi. Also hier mit dem Ding innen drinne. So, das Haus ist ja von innen auch noch lange nicht fertig. Wir gehen mal kurz auf den Balkon hier oben. Hier muss ja auch noch super viel gemacht werden. Aber ich glaube, wir haben da noch sehr, sehr viel Spielraum. Check mal. Wenn ich jetzt hier runter gucke, möchte ich am liebsten, dass hier alles voller Wald ist. Also der Hügel hier, der wird auch noch voller Wald gemacht werden und dann hier vorne das Tal auch noch ein bisschen so. Zumindest, dass das so ein bisschen zu Büschen und sowas wird. Hinter dem Haus kommt auch noch ein bisschen was Wald hin bei G-Time, genau. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr happy damit, Leute. Ich find's nice. Sehr schön.